Herzlich willkommen, liebe Studierende. So, wir haben jetzt das Organisatorische besprochen. Das heißt, jetzt geht es ans Eingemachte, an die Wissenschaft an sich. Ehe wir starten, Wissenschaft ist ein ziemlich komplexes Ding. Das bedeutet, sie hat ihre eigene Sprache, den sogenannten, liebevoll genannten Fachchinesisch-Terminus. Und damit wir sinnvoll über Wissenschaft sprechen könnten, sollten wir die allergrößten Grundbegriffe kennen. Da hat jetzt jede Disziplin ihre eigenen Begriffe, ihr eigenes Fachchinesisch. Aber es gibt so ein paar Dinge, die für alle Wissenschaften gelten und die schauen wir uns jetzt an. Ich habe jetzt das böse Wort Disziplin schon verwendet. Eine Disziplin ist mal ganz grundsätzlich eine Wissenschaft, in der wir uns bewegen. Und damit das alles anschaulicher wird, zum Beispiel die Psychologie, das heißt, es könnte die Physik eine Wissenschaft sein, das eine Disziplin sein, das heißt, die Medizin ist eine Disziplin und so weiter. Das heißt, im wissenschaftlichen Feld bewegen wir uns in einer Disziplin und was von der wir ausgehen, in der wir arbeiten, in der wir dieses Selbstverständnis haben und in der wir unsere eigene Sprache haben. Und was fieserweise jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir nicht nur disziplinär arbeiten, sondern dass wir in der Wissenschaft auch inter- und transdisziplinär arbeiten. Das heißt, verschiedene Disziplinen arbeiten zusammen. Das heißt, die Physik und Chemie können sich verbünden, um einfach etwas Gutes zu entwickeln. Das heißt, wir haben zwar eine abgeschlossene Disziplin, die für sich gelehrt wird, in der gearbeitet wird. Das heißt aber nicht, dass die ein geschlossenes System ist, sondern dass die auch mit anderen kooperiert. Was so das ziemlich Coole an Wissenschaft ist, dass man eigentlich immer neue Dinge tun kann. Und innerhalb dieser Disziplin haben wir eine Denkschule, haben wir eine Art von Weltbild, von dem diese Wissenschaftler in dieser Disziplin ausgehen. Das ist das Paradigma. Das Paradigma gibt vor, was ist so das aktuell gültige Bild. Das kann sich ändern, das kann sich nach 5 Jahren ändern, das kann sich nach 10, nach 50 Jahren ändern. Und ein Beispiel in der Psychologie wäre zum Beispiel der Behaviorismus, von dem man lange ausgegangen ist, wo man gesagt hat, okay, wir haben hier Gehirne, das sind diese komischen, wabbligen Dinger, da kommt irgendein Input rein, wir verstehen nicht, was da drin passiert, aber es kommt irgendein Output wieder raus. Das heißt, wir können eigentlich nur messen, was kommt rein und welches Verhalten kommt raus. Verhalten, Behavior, deswegen Behaviorismus. So, in diesem Paradigma, jetzt zum Beispiel Behaviorismus, haben wir jetzt die nächste Ebene, über die wir sprechen. Da gibt es verschiedene Regeln und Axiome, das sind so diese Grundannahmen. Also das, was ich gerade erwähnt habe, ist das Gehirn, also wir wissen nicht, was das passiert, das ist jetzt diese Blackbox, aber man kann irgendwie, es passiert sowas wie Lernen und das können wir jetzt beobachten und beschreiben. Das heißt, in der Disziplin, in dem Paradigma haben wir bestimmte Grundregeln, was passiert, wovon wir ausgehen können, wo wir sagen können, also wir sind uns sicher, so ist die Welt und wir sind uns sicher, so ist sie nicht. Das sind die Dinge, mit denen wir arbeiten in der Wissenschaft. Und anhand dieser Regeln und Axiome fangen wir jetzt an, Theorien zu bilden. Das heißt, meine Theorie im Behaviorismus könnte jetzt Beispiel sein, wenn ich Dinge lernen kann, dann kann ich auch einer Ratte ein bestimmtes Verhalten beibringen. So, das ist jetzt eine sehr breite Theorie. Das heißt, die Theorie an sich ist sehr schön, aber irgendwas muss ich jetzt tun, um zu wissen, ob sie stimmt oder nicht, weil ich kann ja viel behaupten. Aber Wissenschaft stellt nicht einfach nur Behauptung auf, sondern Wissenschaft versucht, Dinge zu überprüfen, zu beweisen und deswegen gehen wir noch einen Schritt weiter nach der Theorie. Das heißt, ich breche meine Theorie in verschiedene Hypothesen und sage, ich mache das Ganze jetzt irgendwie messbar. Das nennt man Operationalisierung, indem ich etwas, das sehr theoretisch ist, irgendwie praktisch erfassbar und messbar mache und kann dann zum Beispiel sagen, meine Hypothese ist, wenn ich dieser Ratte beibringe, dass wenn sie auf einen bestimmten Knopf drückt und dass sie dann Futter bekommt, dann wird sie das tun. Das heißt, meine Hypothese ist, wenn die Ratte den Schalter drückt, dann wird, um Futter zu bekommen, dann kann ich davon ausgehen, sie hat das Verhalten gelernt. Das heißt, ich kann daraus schließen, dass meine Theorie, dass Ratten Verhalten lernen, richtig ist. So, das war jetzt sehr schnell sehr viel, aber das ist mal grundsätzlich das, womit wir uns bewegen. In der Wissenschaft haben wir unsere verschiedenen Disziplinen, die miteinander arbeiten, die teilweise ein bisschen in Konkurrenz miteinander arbeiten, die verschiedenen Paradigmen folgen, in der Regel einem Paradigma zu einer Zeit, die folgen eher aufeinander als gleichzeitig. Diese Paradigmen werden mit bestimmten Regeln und Axiomen versehen, aus denen sich Theorien ableiten und das Ganze wird dann über Hypothesen messbar gemacht. Das ist mal so der allerwichtigste Rahmen der Wissenschaft, wie Wissenschaft funktioniert, was wir tun. Das schauen wir uns dann im nächsten Video ein wenig detaillierter an. Bis gleich!